durch dieses Tor hier fuhr der LKW mit uns. Wir waren nur drei Jugendliche. Ein Schuljahr lang haben wir Schülerinnen und Schüler des Georg Mentheim Oberstufenzentrums Oranienburg zum Speziallager Sachsenhausen recherchiert. Das Ergebnis unserer Arbeit ist dieser Film. Das Konzentrationslager Sachsenhausen wurde im April 1945 durch die Rote Armee und polnische Truppen befreit. Kurze Zeit danach nutzte die sowjetische Besatzungsmacht Teile des KZ-Geländes für ein Speziallager zur Internierung von tatsächlichen oder vermeintlichen NS-Tätern. Die beiden Lager hatten natürlich vordergründig erstmal einige Gemeinsamkeiten. Das wären zum Beispiel die Anlagen, der reine Ort, also dass es Baracken gab. Dies waren vor 1945 Baracken und nach 1945 natürlich Baracken, in denen Häftlinge vor 1945 und nach 1945 untergebracht worden sind. Und eben die Identität des Ortes und dass es Mauern gab und Stacheldraht. Das Konzentrationslager war ein reines Terrorinstrument und diente der Terrorisierung von vermuteten und tatsächlichen Gegnern des Dritten Reiches und zur Vernichtung von Menschen. Es gab mehrere Massenmordaktionen. Im Speziallager hingegen, das hat mehrere Wurzeln und unter anderem eben auch die interalliierten Entnazifizierungsbestrebungen hatte natürlich auch einen Repressions- und Terroranteil, aber eben nicht ausschließlich. Und es gab keine Massenmordaktion, keine geplante Menschenvernichtung in diesen Lagern. Das Speziallager Sachsenhausen war eines von 10 Speziallagern in der sowjetischen Besatzungszone. Eine Kriegsfolge. Doch auch die anderen Alliierten, England, Frankreich und Amerika, nahmen im Zuge der Entnazifizierung zahlreiche Verhaftungen vor und nutzten ehemalige Konzentrationslager als Haftorte. Alle Alliierten haben massenhaft in dieser Zeit Deutsche eingesperrt, nach zum Teil ganz ähnlichen Kriterien. Und die standen alle vor demselben Problem. Sie wollten viele Menschen einsperren, um zum Beispiel ihre Besatzungsherrschaft abzusichern, weil sie Angst haben mussten oder Angst hatten, angegriffen zu werden. Die Amerikaner haben ein Handbuch gemacht, das sogenannte Automatic Arrest Handbook, in dem festgelegt wurde, wer aus Sicht der Amerikaner nach dem Sieg zu inhaftieren wäre, eben völlig unabhängig von Schuld. Und es ist belegt, dass die sowjetische Seite dieses Handbook eben auch bekommen hat und diesen automatischen Arrest, der in den Westzonen angewendet wurde, unter stalinistischen Vorzeichen auch versucht hat umzusetzen, allerdings wesentlich niedriger in der Hierarchie auch angesetzt hat. Im Befehl Nummer 315 des NKWD vom April 1945 finden sich einerseits die amerikanischen Arrestkategorien wieder, jedoch erweitert durch typisch stalinistische Terminologien und Anordnungen. Erst im Spätsommer 1945 verabschiedeten die Alliierten das Potsdamer Abkommen, in dem schließlich verbindlich festgelegt wurde, wer zu internieren war. Neben Leitern von Behörden, Ämtern, Verwaltungen, Jugendorganisationen, beispielsweise auch Personen, die die Besatzungsherrschaft gefährden könnten.
Und das haben dann die Besatzungszonenbefehlshaber entsprechend ihrer eigenen Tradition, aus der sie kamen. Also die Briten und die Amerikaner kamen natürlich aus einer Demokratie und hatten da andere Vorstellungen davon, was das bedeuten könnte, als eben ein sowjetischer Geheimdienstoffizier, der aus einem stalinistischen System kam. Auch zahlreiche 15-, 16-, 17-jährige Jugendliche wurden unter dem sogenannten Werwolf-Verdacht verhaftet und in den Speziallagern eingesperrt. Ja, Werwolf ist ein in der damaligen Zeit sehr weit verbreiteter Begriff. Nun, diesen Mythos, den es gegeben hat in Deutschland des 19. und 20. Jahrhunderts, der wurde dann von den Nazis aufgegriffen. Und es wurde ab Ende 1944, als klar wurde, die Feinde würden auf deutsches Territorium vordringen, wurde an Plänen gearbeitet, eine Guerillakriegstruppe aufzustellen, die gewissermaßen im Rücken der Amerikaner, der Sowjets, der Franzosen und der Briten Sabotageakte, Widerstand im weitesten Sinne durchführen würde. Die Sowjets hatten wahrscheinlich Angst vor dieser Organisation. Also sie haben nun eben nichts überprüft, sondern einfach nur auf Verdacht weggeholt und eingesperrt. Dutzende oder Hunderte junger Menschen unter diesem Vorwurf verhaftet worden, was in der amerikanischen und britischen Zone dann eben aufhörte im Laufe des Jahres 1945, als sich abzeichnete, dass es keinen flächendeckenden Guerillakrieg gegen die Besatzungstruppen geben würde. Es gab zwar vereinzelte Sabotageakte, aber eben keinen flächendeckenden Kleinkrieg, hat sich das in der sowjetischen Besatzungszone durchaus länger hingezogen und war eben gezeichnet von diesem stalinistischen Vorstellungen, dass der Feind überall ist. Auch die westlichen Internierungslager hatten durchaus harsche Bedingungen, aber dennoch sind dort wesentlich weniger Menschen zu Tode gekommen als in den sowjetischen Speziallagern, wo es ja sehr, sehr viele Tote gegeben hat. Und ein zweiter Punkt ist, dass es auch dort diese Verdachts- mit zum Teil auch mit Willkür einhergehenden Internierungen gegeben hat, die eben ohne eine Schuldprüfung zunächst stattgefunden haben, was charakteristisch für die Speziallager, aber eben auch zum Teil für das Internierungslager ist, dass dort aber sehr viel schneller daran gegangen wurde, individuelle Schuld zu prüfen. Die meisten sowjetischen Speziallager waren reine Internierungslager. In den Anfangsjahren bildeten kleinere und mittlere Funktionsträger des Dritten Reichs die größte Häftlingsgruppe. Später kamen willkürlich Verhaftete hinzu. Das Speziallager Sachsenhausen hatte die Besonderheit, dass dort ab 1946 auch kriegsgefangene Wehrmachtsoffiziere und verurteilte sowjetischer Militärtribunale eingesperrt wurden. Bestraft wurden diese zum Beispiel für oppositionelle Handlungen, wegen Verstößen gegen Anordnungen der Besatzungsmacht, zum Teil aber auch wegen NS-Delikten. Im Speziallager Sachsenhausen waren insgesamt 60.000 Häftlinge über die Jahre inhaftiert, von 1945 bis 1950. Und von diesen etwa 60.000 waren ungefähr 3.000 Jugendliche. Und wir reden hier also in ungefähr von 5% der Gesamthäftlingspopulation. Gleichzeitig waren es immer einige hundert, die im Speziallager waren. Und die Altersstruktur war ja eigentlich von den älteren Häftlingen so, dass die mittleren Jahrgänge alle fehlten. Die waren ja bei der Wehrmacht. Die waren alle jetzt so Ende 50, 60 und 70, die Häftlinge. Der größte Teil waren kleine und mittlere Funktionäre der NS-Gliederungen und Partei. Und des Staates, auch zum Teil Leute aus den nationalsozialistischen Terrorapparaten. Also es gibt auch KZ-Personal, was im Speziallager sitzt,
vor allem, also auch männliches KZ-Personal, aber das sind nicht so viele, vor allem aber weibliche Aufseherinnen, von denen es eine ganze Menge gibt, die vorher in Ravensbrück gewesen sind. Frauen und Männer waren im Lager streng getrennt. Auch Internierte, deutsche Kriegsgefangene, sowjetische Bürger und Tribunalverurteilte kamen nur punktuell zusammen. In den Augen der Sowjets galten die Tribunalverurteilten als Verbrecher und wurden entsprechend härter behandelt. Etwa 10% der Häftlinge waren Frauen. Und was ich hervorheben würde, ist, dass es sehr, sehr auffällig ist, dass von den fast 12.000 Toten nur in Anführungszeichen etwa 100 Frauen sind. Also Frauen sind mit diesen sehr, sehr harschen Haftbedingungen hier wesentlich besser zurechtgekommen, offensichtlich. Ich habe mal ganz kurz mal eine Frau von weitem gesehen, sage ich mal, im Kartoffelschälkeller. Da waren wir mal, bevor ich dann Zimmermann wurde hier im Lager, eingesetzt, um die Kartoffelhorden den Frauen zuzutragen zum Schälen. Ja, und da war ich dann mal den ganzen Tag drin und da haben wir dann auch mal mit den Frauen ein bisschen schwatzen können. Mhm. Aber sonst haben wir nur Frauen von Weitem gesehen und davon geträumt. Der Kontakt zwischen den Inhaftierten war auch durch die Unterbringung der unterschiedlichen Häftlingsgruppen kaum möglich. In der Lagerzone 1, dem ehemaligen KZ-Lagerdreieck, waren die Internierten in den Holzbaracken untergebracht. In der Lagerzone 2 wurde Anfang 1946 ein isolierter Bereich errichtet, in dem zunächst deutsche Kriegsgefangene und später auch die Tribunalverurteilten in den Steinhäusern des früheren KZ-Sonderlagers untergebracht wurden. Ende 1946 mussten inhaftierte Wehrmachtsoffiziere in der Zone 2 noch zusätzliche Holzbaracken aufbauen. Beide Lagerteile hatten eigene Funktionsgebäude wie Dusche oder Lazarett. Es war die Infrastruktur durchaus da für Hygiene, aber es mangelte beispielsweise an medizinischen Präparaten, an Dingen wie Seife oder gar Zahnreinigungsmitteln. Das hat sich dann im Laufe der Zeit erst verbessert. Erst nach der Hungerkatastrophe des Winters 46-47 besserten sich dann auch die Möglichkeiten, sich zu duschen. Also TBC war im Lager bekannt, weniger glaube ich in Zone 1, ich glaube mehr in Zone 2. Dann Hungerödeme, wie wir gesagt haben, dass also der Körper total abgemagert war, da haben die Rippenknochen überall rausgeguckt und die Beine waren dick. Also hat sich das Wasser irgendwie durch Kreislauf Schäden oder sowas dann eben den Füßen angesammelt. Wir sind ja einmal duschen gegangen im Monat, organisiert in eine Duschbaracke. Und das wurde alles erst im Laufe der Zeit ein bisschen verbessert, was auch sich dann darin niederschlug, dass die Sterblichkeit in dem Lager auch zurückging. Die Häftlinge des Speziallagers waren von der Außenwelt komplett abgeschnitten. Briefe durften bis 1949 nicht geschrieben werden, Bleistift und Papier waren strikt verboten und Besuche untersagt. Die Familien wussten nichts über den Verbleib ihrer Angehörigen. Der Lageralltag war bestimmt von zermürbender Langeweile. Man hat einfach nur persönliche Geschichten sich gegenseitig erzählt. Und da gab es natürlich dann auch welche, die waren eben richtige Angeber, die haben sonst was aus ihrem Leben erzählt. Manche haben auch dann vollkommen apathisch an den Tischen gesessen und haben dann vielleicht an ihre Familie gedacht oder haben da schon nicht mehr zugehört. Es gab kein Buch, nichts, nur der nackte Tisch. Da konnte man die Hände drauflegen, aufs Essen warten und ansonsten nichts, ja, also an Beschäftigungsmöglichkeiten. Also es war jede Beschäftigung von vornherein eigentlich untersagt. Ob das nun Zweck der Sache war, dass man auf diese Langeweile verurteilt war, weiß ich nicht. Und Arbeiten wurden im Prinzip im Wesentlichen nur dafür vergeben, um den Lagerbetrieb aufrechtzuerhalten. Es gab eine Tischlerei, die hat eine kaputte Tür oder jemand hat das Dach von der Baracke gedeckt oder ein Glas vom Fenster ersetzt. Musik
erste Person, wo man eben Obacht geben musste, das waren eben die Barackenältesten. Die waren von der Kommandantur schon so eingesetzt, dass sie eben hörig waren, zum Teil gut Russisch sprachen oder in der Richtung jetzt. Ja. Und dann, die haben also praktisch dann eben auch beobachtet und gesteuert und eventuell auch jetzt gemeldet. Also hat man sich schon vorgesehen. Also Verstöße gegen die Lagerordnung, es gab eine Lagerordnung, wurden sehr, sehr drastisch sanktioniert. Bis 1947 gab es noch einen Karzer. Das bedeutete, man kam in ein erdlochartiges Ding, wo man sich nicht hinsetzen konnte, bei halber Ration für mehrere Tage mitunter, manchmal auch bis zu 2 Wochen. Das änderte sich aber auch im Laufe der Zeit. Also der Karzer ist 1947 zugeschüttet worden, der war am Zellenbau und danach gab es diese drakonischen Karzerstrafen wohl nicht mehr. ...1948 begannen die Entlassungen aus dem Speziallager Sachsenhausen. In sogenannten Entlassungsbaracken wurden die Häftlinge zunächst wieder hochgepäppelt. So wollte man den Eindruck erwecken, dass es ihnen nicht allzu schlecht ergangen war. Ab 1948 wurden die meisten Speziallager geschlossen. Nur die Lager in Bautzen, Buchenwald und Sachsenhausen blieben noch bis 1950 bestehen. Die ersten Entlassungen, die gingen dann, glaube ich, im Juli 1948 los, wo ich dann die erste Adresse mitgeschickt habe für meine Eltern. Und dann hat man gehofft. Und urplötzlich wurde man dann bei einem Appell im August auch aufgerufen, Entlassung, holt eure Sachen aus der Baracke. Und dann sind wir aus der Baracke dann rausmarschiert in den Vorort, wo jetzt das neue Museum ist. Die haben dann die Entlassungspapiere gehabt und wir wurden vorher nochmal durchsucht. Ich hatte die Adressen für die Verstorbenen, die ich ja nur benachrichtigen wollte, von den Verstorbenen, die hatte ich im hohlgemachten Absatz drin. Wer hier verstorben ist, hat kein Einzelgrab bekommen, sondern wurde in ein Massengrab geworfen. Das ist sowjetische Tradition. Also in der stalinistischen Sowjetunion kam man eben ins Massengrab. Und es wurde niemandem gesagt aus der Familie offiziell, dass jemand verhaftet war. Und es wurde auch nicht mitgeteilt, dass jemand verstorben war. Wir wissen von 3 Orten, wo sich solche Massengräber des Speziallagers befinden, wurden dann da verscharrt, ohne Grabstein. Und wir bieten heute die Möglichkeit Angehörigen an, das haben Sie vielleicht gesehen, am Kommandantenhof, wo das größte Massengrab sich befindet, solche individuellen Zeichen zu setzen, die dann so den Charakter einer Art Grabsteins tragen, ein Gedenkzeichen, wo man dann eben diese Form wählen kann, wenn man eben an jemanden aus der eigenen Familie erinnern möchte. In der Nationalen Mahn- und Gedenkstätte Sachsenhausen wurde das Speziallager bis 1990 verschwiegen. Heute wird seine Geschichte in einem im Dezember 2001 eröffneten Museum präsentiert. Für die meisten Besucher und Besucherinnen der Gedenkstätte ist das Thema Speziallager jedoch noch weitgehend unbekannt. Die ehemaligen Häftlinge beider Lager setzen sich in eigenen Verbänden bis heute für die Bewahrung ihrer Geschichte ein. Also es gibt 2 Beiräte, einen für vor 45 und einen für nach 45. Und da sitzen ehemalige Häftlinge drin und auch Vertreter von zivilgesellschaftlichen Verbänden. Wir haben noch zu mehreren Dutzend dieser ehemaligen Häftlinge Kontakt. Aber es sind auch nicht alle davon aktiv. Aber Herr Wolf ist schon natürlich ein Solitär. Also er ist sehr, sehr aktiv seit vielen Jahren, ist unserer Gedenkstätte verbunden und arbeitet auch immer wieder mit jungen Leuten zusammen. Also er ist da schon ein Aktivposten. Das ist gesundheitliche Untersuchung, Intelligenzprüfung und so weiter für die Werbung. Unser Meister hat eines Tages zu uns gesagt, wir sollen die Werkzeugkisten nehmen. Und er hat uns gesagt, der Postenturm Nummer sowieso, der hatte ja eine Nummer,
da sind die und die Arbeiten zu machen. Da ist er erst noch mal mitgekommen mit uns und hat uns gezeigt, wie wir da die Treppe und Holztreppe und oben dieses Geländer reparieren sollen. Dann kam dann in den Postengang, kam dann ein Schäferhund zu uns angeschnüffelt. Und wir haben erstmal gestaunt, enorm gestaunt, dass da ein Hund zu uns kommt. Ja, war ja hallo. Und dann haben wir erstmal mit dem gespielt, also haben den gestreichelt und gekrault und alles, ja. Ja, und dann, ich weiß nicht, von wem der grundlegende Gedanke kam, kann sein, das war ich, dass wir dann überlegt haben, bei dem Hunger, Hundefleisch kann man essen und der muss das tun. Und dann war ja abgemacht, ich komme vom Bauernhof, ich habe ja schon Kaninchen schlachten müssen und Hühner schlachten müssen auf dem Bauernhof. Und dann fiel die Rolle mir zu, also den Hund eben ins andere Leben zu befördern. Dann haben wir das Fell abgezogen, das wusste ich auch von Kaninchen, wie das gemacht wird. Und dann eben die Körperteile abgetrennt, Kopf und Füße, Pfoten und so weiter alles. Und dann haben wir ein Loch gegraben im Sand, im Postenturm, war kein Beton unten, sondern war normaler Sand. Ging die Holztreppe dann hoch und da haben wir ein Loch gebuddelt und haben das alles da rein. Ja, und in der Werkstatt war ja Kochen möglich. Der Leimofen lief ja den ganzen Tag, um den Knochenleim warm zu halten für die Leimarbeiten. Ich weiß nicht mehr, wie es geschmeckt hat. Geschmeckt hat es bestimmt nicht doll. War eben stolz, dass wir eben was zusätzlich rangeschafft haben. Wir waren also richtig mutig und stolz, dass wir also das irgendwie geschafft haben. Ich bin Jahre 1929 im August geboren in Buchholz. Das ist ein Ort im früheren Oberbarnim, jetzt Märkisch-Oderland, also 40, 50 Kilometer östlich von Berlin. Und ich war das erste Kind, also bin der Älteste jetzt in unserer Familie gewesen. Alles lief normal mit meinem Größerwerden. Es kamen dann noch zwei Schwestern, zwei Brüder und dann noch eine Schwester, sodass wir insgesamt dann vier Kinder auf dem Bauernhof waren. Und zeitweise wohnten auch noch die Arbeitskräfte mit auf dem Hof, sodass dann am Tisch immer eine große Mannschaft war. Da wurde nicht für jeden extra gekocht, sondern alle mussten das essen, was in der großen Schüssel war. Wir mussten gleich von Anfang an mitarbeiten. Also jedes der Kinder hatte eine bestimmte Aufgabe und wenn die nicht erfüllt wurden, dann war es ziemlich streng. Wir haben natürlich auch Zeit zum Spielen gehabt und das war natürlich auch schön, dieses Abenteuerspielen. Wir hatten einen Teich auf dem Grundstück, große Bäume, wir haben Baumhäuser gebaut, wir haben Erdbunker gebaut. Aber einige Stunden am Tag waren eben immer auch für die Wirtschaft einzubringen. Das jetzt Holz machen, wurde alles auch mit Holz befeuert. Nicht das Holz klein machen, das Holz reintragen, die nehmen Tiere, Katzen und Hunde, füttern und alles sowas. Also war schon hartes Leben. Und dieses harte Leben, was man also von Anfang an miterlebt hat, mitmachen musste hier, das hat natürlich im Lager natürlich auch geholfen, einfach eben nicht seelisch da einzuknicken, sondern einfach durchzuhalten. Ja, man war irgendwie stabil. Ich kann mich nicht mehr erinnern, ob wir nun den Lehrer immer mit Heil Hitler grüßen mussten. Auf einem alten Foto habe ich den Lehrer mal wiedererkannt, dass er ein Parteiabzeichen, also am Revers hatte. Aber ansonsten spielte die Politik, also bis zur vierten Klasse, eigentlich gar keine Rolle. Wir sind dann von der Landsberger Schule dann hier zum deutschen Jungvolk, glaube ich, so hieß das, ja. Das ist die Vorstufe von der Hitlerjugend gewesen. Die ganze Klasse, also geschlossen, eingetreten oder übernommen und haben dann so Geländespiele und sowas.
gemacht, erinnere ich mich, oder Kinobesuche. Das war auch eine Abwechslung für uns vom Bauernhof, dass man mal dann eben in die Stadt kam und dann eben da ins große Kino gehen konnte. Mein Vater hat dann den Einberufungsbefehl bekommen und er war ja dann schon Ende 40. Er ist dann später mit dem Vormarsch der Roten Armee dann verwundet worden, verwundet in Gefangenschaft gekommen, ist in der sowjetischen Kriegsgefangenschaft gewesen und ist dann 1946, glaube ich, schon nach Hause gekommen, als ich dann schon weg war nach Sachsenhausen. Einige Stunden bevor die Sowjets kamen, kamen noch Wehrmachtsangehörige bei uns durchs Dorf. Da hat man noch ein paar Militärfahrzeuge gesehen und hat auch noch Wehrmachtsuniformen gefunden, die weggeworfen wurden von deutschen Soldaten. Das hat meine Oma noch schnell verbrannt, kann ich mich noch erinnern. Die ersten Sowjetsoldaten habe ich dann vielleicht so gegen 2 Uhr am 21. gesehen. Das Erste, was wir abgegeben haben, waren erstmal die Uhren, nicht? Also Uri Uri war der erste Ruf in dem Keller. Mit der Taschenlampe hat der Sowjetsoldat dann praktisch jeden abgeleuchtet, wo eine Uhr am Arm war. Die hat er sich dann abgemacht. Ja, und dann mussten die ersten Frauen, die älteren Frauen von den Flüchtlingen, die mussten dann mit raus. Kamen wieder, haben dann geweint. Das sind so die ersten, die Erinnerungen, die man hatte. Im Herbst 1945 waren keine Sowjets mehr im Dorf. Die Bauern waren alle zurück, jeder hatte wieder seine Bauernwirtschaft. Diese Gemeinschaftseinsätze, die waren hauptsächlich also im Mai, Juni, Juli 1945. Wenn die dann, die haben sich alle wieder dann zurückgefunden und dann hat jeder Bauer wieder sein Zimmer. Herbsternte, Oktober oder November 1945, kommt ein Polizist aus Altlandsberg, in Zivil, aber mit Armbinde, Polizei, deutscher Polizist, zu Fuß ins Dorf, zu uns auf dem Bauernhof. Geht zu meinen Eltern und ich weiß gar nicht, war ich dabei oder nicht, und sagt, also ich muss den Reinhard Wolf zur Kommandantur bringen, die wollen ihn was befragen. Und dann sind wir losgelaufen ins nächste Dorf, nach Wegendorf. In Wegendorf hatte er zwei andere Jugendliche mitzunehmen. Die kannte ich nicht, waren aber gleich alt. Und die wir drei Jugendlichen und er sind dann nach Werneuchen marschiert zum Flugplatz. Da war ein sowjetischer Flugplatz und da war eine Kommandanturstelle von der NKWD, also von der Geheimpolizei. Und da hat er uns dann abgegeben und dann war der deutsche Polizist weg und dann saßen wir da in der Kommandantur. Inzwischen war es dann schon langsam Abend geworden und dann kam ich auch zum Verhör. So, und dann saß ich dem Sowjetoffizier gegenüber und der hat natürlich die anderen beiden schon stundenlang verhört. Da habe ich gemerkt, er hat einen mächtigen Alkoholdampf gehabt und dann war zum Anfang eine Dolmetscherin dabei. Die hat die ganzen Personalien aufgenommen. Und dann guckt er mich an und sagt, du hast Pistole. Sag was? Ich habe keine Pistole. Du hast Pistole. Sag nein. Wo ist die Pistole? Du hast Pistole. 30, 40 Mal war dieser kurze Satz alles. Nichts weiter.
Dann ist er zeitweise raus gewesen aus dem Vernehmungszimmer und kam dann wieder nach einer Viertelstunde und dann hat er immer mehr nach Alkohol gerochen, dann hat er wahrscheinlich immer noch was getrunken. Und da war die Dolmetscherin schon lange nicht mehr dabei. Und dann hat er wahrscheinlich Schluss machen wollen und dann hat die Dolmetscherin gerufen. Und dann hat die Dolmetscherin gesagt, wir machen Protokoll. In dem Protokoll sollte dann stehen, in dem Vernehmungsprotokoll, ich, Reinhard Wolf und so weiter, habe keine Pistole. Das sollte ich nur unterschreiben. Und dann konnte ich ja nicht Russisch lesen. Und habe ich gesagt, welche Sätzen? Und habe gezögert. Dann ist er aufgestanden, kam also torkelnd mit seiner kurzen Reitpeitsche so zu mir hinten am Stuhl. Und dann hat er mal so mit der Reitpeitsche so hinten an dem Genick gespielt. Hatte. Und dann hat sie gesagt, unterschreiben bitte. Er wird sonst böse, so ungefähr. Ja. Dann habe ich es unterschrieben. So, und dann durfte ich gehen. Das war dann Mitternacht. Und dann bin ich die fünf Kilometer über die Felder nach Hause getreilt. Und dann war Ruhe. Erste, zweite, dritte, vierte Woche bis zum 22. Dezember 1945. Da kommt derselbe Polizist. Sagt zu meiner Mutter noch, ich muss ihren Sohn mitnehmen. Packen Sie dem mal was Warmes ein und was zu essen, das dauert länger. So, dann habe ich natürlich dann, wisst ihr, zwei Jacken übereinander und noch einen Pullover und einen dicken Rucksack und da waren Brote drin und so weiter. Und da sind wir denselben Weg wie beim Verhör wieder nach Wegendorf gelaufen, haben die zwei Jugendlichen wieder geholt. Inzwischen hatte ich keinen Kontakt zu den beiden. Wieder hin zu dieser Kommandantur und da mussten wir eine Nacht im Keller schlafen. Und am nächsten Tag kam ein LKW, ein offener LKW und auf der Ladefläche hinten haben wir dann zu dritt gesessen mit einem Soldaten, der die Maschinenpistole in der Hand hatte und der ist dann mit uns nach Sachsenhausen gefahren. Das war alles. Erstmal dann mit dem Melder losmarschiert, der hat gar nicht viel mit uns gesprochen. Und ich weiß nicht, welche Barake das war. Es war irgendwie in der hinteren Reihe. Es sind ja drei Reihen, so halbrund. Bei dem Barackenältesten hat sich dann der Melder erstmal vorgestellt, hat gesagt, ich habe hier drei, die müssen hier untergebracht werden. Und dann standen wir noch draußen und dann hat er uns da reingeholt. Und das Erste war natürlich, durch die Kälte waren alle Türen und Fenster zu, der gestank. Also das hat mich zuerst mal richtig umgehauen. Also man hat sich kaum getraut zu atmen, was da also für ein Geruch in der Rennsbaracke war. Nun saßen dann schon die älteren Häftlinge am Tisch, abgemagert, ist klar. Mhm. Alle haben da so die Hände so gehalten und haben geguckt, traurig geguckt. Es war so der erste Einblick, wie deprimiert die alle da so saßen. Naja, dann hat der Barackenälteste natürlich erstmal unsere Schlafstätte organisieren müssen. Das waren ja dreistöckige Holzbetten und in den Betten lagen lose Querbretter drin und die meisten Querbretter von den nicht bezogenen Betten waren schon verheizt, sodass also die Betten offen waren, da konnte ja keiner liegen. Dann ist der Barackenälteste losgegangen und hat zu den alten Häftlingen gesagt, du gibst ein Brett ab aus deinem Bett und gibst ein Brett ab. So hat also jeder von uns dann ungefähr, ich weiß nicht wie viel, 6 oder 7 Bretter gehabt, aber alle mit Lücke. Ja? Keine Strohsäcke, keine Decke, nichts, kein Kopfkissen, nichts, blanke Bretter. Die haben alle dann mit ihrer Tarnkleidung geschlafen, wochenlang. Die Kleidung wurde entlaust während des Duschvorgangs. Die Kleidung kam auf Metallkleiderbügel, wurde in einen Heißluftofen gehängt. Der Heißluftofen wurde auch von Häftlingen bedient.
Und wenn die nicht aufgepasst haben, dann hat man dann nach dem Duschen seine Kleidung wiedergekriegt und die waren dann angesenkt. Also da waren dann richtig braune Flecken und wenn man die angefasst hat, sind die zerfallen, sind die zerrieben worden, war der halbe Ärmel weg. Deshalb war die Bekleidung von Verstorbenen immer noch also auch so ein gewünschtes Gut, wenn jemand gestorben ist. Dann wurde die Kleidung also entweder amtlich vom Barackenältesten verteilt, dass der gar nichts mehr hatte oder nur ganz wenig hatte, dass er dann eben die Hose oder das Hemd oder irgendwas von dem gekriegt hat. Wir hatten in den ersten Tagen nach meiner Einlieferung natürlich noch die Brote, die wir von zu Hause von der Mutti mitgekriegt haben. Ja, und dann haben wir gesehen, dass natürlich, was hier für Verpflegung ausgegeben wird vom Lager her. Und da gab es früh morgens das Brot, 450 bis 500 Gramm vom Kommissbrot, sehr nass gebacken, sodass man praktisch immer das kneten konnte zu irgendwelchen Klößen oder Figuren, wenn man wollte. Und mittags gab es dann Suppe, nur Suppe, nichts anderes, nur immer Suppe, monatelang nur Suppe. Und das war eine Wassersuppe. In dieser Wassersuppe waren einige Gemüsereste vom Trockengemüse. Die Mittagsmenge waren ungefähr 450 Milliliter in einer Konservendose. Und da war dann ungefähr ein Esslöffel voll feste Masse, die unten dann sich abgesetzt hatte. Ein bis zwei Esslöffel von diesen Gemüseresten. So, und abends gab es nur noch Tee. Also das war also die Tagesverpflegung. Und da wurde man früh nicht satt, wurde mittags nicht satt und ist abends natürlich mit einem total leeren Magen praktisch dann ins Bett gestiegen. Hunger. Wenn ich heute Hunger habe, dann ist das nichts anderes, dass ich Appetit habe. Aber Hunger selbst ist, ich möchte mal sagen, das setzt sich so im Kopf fest wie eine Droge vielleicht. Ansonsten die Gespräche an den Tischen, die drehten sich hauptsächlich immer um Familie und um Essen. Ich meine, es hat keiner erzählt, dass er eventuell in einer Partei war oder sowas, hat man nie mitgekriegt. Darüber wurde eigentlich nicht gesprochen. Zu Anfang war das vielleicht für uns Jugendliche eben auch interessant, mal die einzelnen Schicksale zu hören, was die Erwachsenen erzählt haben. Aber das drehte sich nachher alles nur ums Essen und nur ums Essen. Und die saßen dann an dem Tisch und haben sich dann nur über Mittagessen und über Rezepte unterhalten und so weiter. Das war alles schon alle 20 Mal gehört. Sodass man, also das war dann schon für uns Jugendliche war das halt langweilig, weil ja auch diese Altersdifferenz sehr groß war. Ja, es waren ja alles Ältere drin, die praktisch so ab Ende 50, 60, 70 waren. Denn die mittlere Generation, die also jetzt praktisch im wehrfähigen Alter war, die war ja in Kriegsgefangenenlager und nicht jetzt hier im Speziallager. Wir haben uns dann natürlich sehr oft, wenn wir Freizeit hatten und auch an den Wochenenden dann zusammengeschart im Lager. Die Jugendlichen waren in 500, 600 Jugendliche im Lager, die haben sich dann einfach nur getroffen und dann haben wir uns eben über viele andere Sachen unterhalten, unter anderem auch mal über Mädchen. Und das war ja natürlich in der Baracke nicht möglich. In den Gesprächen mit den anderen Jugendlichen im Lager haben wir natürlich dann erfahren, dass denen schon ein direkter Werwolf-Verdacht vorgeworfen wurde. Also sie würden einer Partisanenorganisation angehören von den Nazis und würden noch Anschläge planen und so weiter. Und das ist der Zusammenhang wahrscheinlich mit meiner Pistole. Ich habe vom Werwolf nichts gehört gehabt und erst im Lager kennengelernt praktisch jetzt, ja. Als die Verpflegungsrationen nochmal um die Hälfte gesenkt wurden, das war 1947 im Herbst, glaube ich. 46 im Herbst. Dadurch stieg dann die Sterberate im Lager ganz enorm an. Und da starben dann nicht mehr die Leute nur im Revier,
sondern die starben dann auch zunehmend in Baracken. Und da hatten wir dann in der Zeit eine Nacht mal 3 Tote in meinem eigenen Raum, also praktisch jetzt, wo die 40 Leute da waren. Und die wurden nicht gleich abgeholt, weil in allen Baracken wahrscheinlich so viel gestorben sind. Die haben wir dann praktisch, ich nicht, aber jedenfalls, da waren dann, die Erwachsenen haben dann die Leichen in den Waschraum gelegt. Die lagen dann da nebeneinander geordnet da, so bekleidet so, dass sie nun nicht die Haut zu sehen war. Und dann war die Bekleidung schon wieder weggerafft. Und wir sind dann zum Waschen darüber gestiegen. Nicht? Also da war dann Waschzeit vorm Appell. Und dann wurden die erst später im Laufe des Vormittags abgeholt. Das waren die ersten Leichen, die ich dann gesehen habe. Und da wurden ja dann wieder Betten frei und dann gab es wieder Kleidung. Und das ist ein schlimmes Thema. Der polnische Meister mit dem Namen Wambocek, der wohnte in meiner Baracke, aber auf der anderen Seite. Also nicht in meiner Barackenhälfte, sondern gegenüber. Und nach einigen Monaten kam er also dann und hat unsere Jugendliche zusammengenommen und hat gefragt, ob wir zu ihm mit in die Werkstatt kommen würden, arbeiten. Die Vorteile waren erstmal, dass man überhaupt Arbeit hatte im Lager. Und zum Zweiten hat man nun als junger Mensch natürlich auch was dazugelernt. Bloß das war mir damals natürlich nicht bewusst, dass ich nun jetzt eine halbe Lehre in Holz mitmache. Und der polnische Meister, den wir hatten, der war also sehr operativ und er hat uns auch fachmännisch alle Kniffs und Tricks beigebracht, die man eben so als Handwerker beherrschen muss. Also es war richtig systematisch bei ihm. Seine Motive kenne ich nicht. Ich nehme an, dass er in uns auch vielleicht seine Kinder gesehen hat. Er war Mitte 40 oder Ende 40 und er hat uns dann da eben auch betreut. Das war eigentlich so mein Lebensretter. Wir haben keine zusätzliche Verpflegung bekommen. Wir haben die normale Lagerverpflegung auch als Arbeiter bekommen. Aber das Wichtige war für uns aus diesem Einerlei, aus dieser Langeweile, aus dieser tödlichen Langeweile des Lagers herauszukommen, oder der Baracke herauszukommen. Und das war kein Gefühl einer Überlastung. Also wir waren immer freudig zur Arbeit. Wir haben uns gefreut, wenn es zur Arbeit ging. Wir hätten am liebsten auch noch Sonntag gearbeitet. Oder Tabak ging gar nichts. Und da liefen dann auch so kleine Geschäftsstränge zum Frauenlager, dass die dann eben bestimmte Sachen, die haben die bestellt dann über bestimmte Mittelsmänner, jetzt Nähnadeln oder Stricknadeln oder sowas. Und das wurde dann illegal dann in den Werkstätten auch angefertigt und dann wieder mit reingeschmuggelt und dann je im Brot eingetauscht. Und dann sind wir durch einen Ventilatorschacht, der ist dazu gebaut, sind wir dann, es sind 2 rein, einer hat draußen gewartet, und dann sind wir in dieses Russenlager rein und haben dann praktisch im Dunkeln abgetastet und alles, was tragbar war und irgendwie brauchbar war, dann rausgenommen. Und dann praktisch mit ins Lager genommen und dann eben vertauscht. Ja, und wir haben dann natürlich auch einige Pakete Tabak gefunden in diesem Russenlager und das war natürlich auch wieder so ein Fortschritt für uns, was wir gesagt haben. Also jetzt geht es wieder weiter. Also man musste natürlich auch eine gewisse Pfiffigkeit haben und vor allen Dingen auch mutig sein. Wenn die uns dabei geschnappt hätten, die hätten uns auch an der Stelle erschossen hier. Also es waren immer so einige heikle Situationen.
vorletzte. Von rechts, wo die weiße rechte Seite ist, müssen Sie sich vorstellen, ungefähr 15, 20 Meter noch weiter nach links. Dort war diese Zimmerei und Bettierei und Tischlerei. Man hatte natürlich nach oben einen sehr breiten gemauerten Schornstein, wo dann unser Werkstattofen angeschlossen war. Denn in der Werkstatt haben wir den Leimofen ständig im Betrieb gehabt während der Arbeitszeit. Und es ging dann auch ein Aufstieg zum Schornstein. Und wenn die Häftlinge von der Gärtnerei, waren 4 oder 5 Häftlinge, dann habe ich mal einen Sommer zu denen gesagt oder ein Frühjahr zu denen gesagt, Mensch, ihr müsst mal ein paar Tomatenpflanzen mit rüberbringen. Und dann haben die uns so 5, 6 oder 8 Tomatenpflanzen mal rübergebracht, alles hier heim natürlich. Und mein polnischer Meister, der hat das gestattet, dass wir auf dem Schornstein oben Blumenkästen hinstellen, die wir uns selbst gebaut haben. Die Erde haben wir von hier zusammengekratzt und haben dann oben Tomaten angebaut einen Sommer und haben tatsächlich ein paar Tomaten geerntet. Aber wir waren ja ungefähr 25, 30 Beschäftigte in der Werkstatt, also da hat jeder dann mal eine halbe oder ganze Tomate abgekriegt. Und das Wort Tomate, das ist bei mir noch so eingeprägt, dass ich heute auf meinem Grundstück 25 Tomatensorten züchte und etwa 100 Pflanzen jedes Jahr habe und dann auch noch verkaufe und verschenke. Also irgendwie hängt die Tomate mit dem Lager zusammen. Aber deswegen denke ich nicht ans Lager, wenn ich eine Tomate esse. Unser Meister Wambocek, der hat zu mir mal gesagt in der Werkstatt, nimm deine Werkzeugkiste und geh mit dem Soldaten mit. Da war ein Soldat, der hatte Maschinenpistole umhängen und dann lief er mit mir, ich mit meiner Werkzeugkiste, zu einer Offiziersbaracke. Und wir kommen da rein, das war im Winter 46, 47 muss das gewesen sein. Und da sehe ich die Fenster stehen offen, keine Möbel drin, alle Räume leer. Im Nachbarzimmer war die Offiziersfrau, hörte ich die Frauenstimme und da ist der Soldat dann auch hingegangen. Und ich sollte die Tür ändern, da musste ich einiges abbauen von den Baracken, von den Brettern und so weiter, hatte ich eine Stehleiter. Dann bin ich hoch und habe da oben auf der Stehleiter gestanden und da fing er an, mit die Nägel rauszuziehen. Und da kommt die Offiziersfrau mit solchem Topf gekochten Brei an, richtig schön mit Fleisch, gut gewürzt, hat wunderbar gerochen. Und stellt das genau unter mir aufs Fensterbrett, wo das Fenster offen war, damit das da abkühlen kann. Ja, das ist ja schon eine Provokation. Ich stehe da auf der Leiter, gucke da rein und riech das und Hunger. Dann bin ich von der Leiter runter und habe praktisch mit dem Finger in den heißen Brei rein und abgenagt. Schnell wieder Leiter hoch. Oh, schmeckt gut. Nochmal, wieder runter und so weiter. Beim dritten Mal kommt der Soldat zufällig raus, lässt einen fürchterlichen sowjetischen Fluch raus und sagt, Werkzeug stehen lassen. Und dann ist er mit mir hier zum Zellenbau marschiert. Verhandelt dort mit dem Soldaten, der den Zellenbau verwaltet. Und die schieben mich da in eine Zelle rein, wo schon andere Häftlinge eingesperrt waren. Ja, und da saß ich also dann Tag für Tag, ungefähr 10, 12 Tage, ich weiß nicht wie viel, vielleicht waren es so 14 Tage, in diesem Zellenbau, bei halber Verpflegung, bei halber Lagerverpflegung. Ja, stellen Sie sich vor, es sind 20, 25 Leute drin. Das muss man ruhig mal machen. Alle ja, machen rein, das ruhig ja. Mal. Stellen Sie mal alle mit rein.
weil wir sind bloß 17, 18 oder was, da wurden wir reingeschubst. Fenster war zugemauert, ein Mauerstein war freigelassen in diese Richtung, der zur Belüftung. Und hier in der Ecke stand der Blechkübel für die Notdurft. Alle hatten Durchfall da drin, habe ich nachher gemerkt. Kein Möbel, kein Stuhl, kein Bett, nichts. Sitzen ging ja nicht, man musste ja da stehen. Ja, das war ja die Einmannzelle war ja dann mit 15 bis 20 Personen gefüllt. Nur stehen, hocken und an der Wand lehnen war möglich. Eines Tages also geht die Blechtür auf und da ruft der Soldat dann eben meinen Namen und da habe ich mich gemeldet und dann durfte ich raus und durfte zurück in die Baracke. Und am nächsten Tag durfte ich dann gleich wieder mit zur Arbeit gehen und da hatten die für mich schon was aufgespart. Die ganze Brigade von der Zimmerei, von der Bettjahrwerkstatt, die hatte schon Brot gespart, damit ich also dann zusätzlich was kriege, weil ich ja da die Tage weg war. Wir haben also wirklich da dann noch für mich gesorgt. Also das war sehr kameradschaftlich dann. In 1948 begann dann die Entlassung. Und die Entlassungskandidaten wurden alle in einer Sonderbaracke zusammengefasst. Und da bekamen wir dann richtiges Essen. Da habe ich dann zum ersten Mal wieder vom Teller gegessen und nicht aus der Konservendose. Und da waren zum ersten Mal wieder richtige gekochte Kartoffeln oben auf dem Teller und wieder richtiges Essbesteck gehabt. Wir wurden also wieder für die Entlassung, für die Menschheit draußen vorbereitet. Wir haben dann neue, werksneue Kleidung bekommen. Richtig mit anprobieren, ja, Jacke, Hose und Zeitung bekommen, die junge Welt, neue Deutschland und Radio gehört und haben uns dann nun sonnig gefühlt. Jetzt geht's nach Hause und ja, wir wussten ja den Tag nicht. Ja, und dann wurden wir am 18. August 1948 aufgerufen, macht euch fertig. Dann haben wir 5 Mark gekriegt für Fahrgeld, den Entlassungsschein bekommen. Ach so, wir mussten mal unterschreiben, dass wir nichts erzählen vom Lager irgendwie. Und dann stand ein klappriger alter Bus da, vorne, wo jetzt der Haupteingang vom Lager ist und da durfte man dann einsteigen und das war dann der erste Schritt in die halbe Freiheit. Und der fuhr dann mit uns zum S-Bahnhof hier nach Oranienburg und der hat uns dann rausgelassen. Und dann mussten wir durch ein langes Spalier von Frauen laufen, die mit Bildern von ihren Angehörigen da standen. Links und rechts standen die und kennt ihr den, mein Vater, mein Opa, mein Mann und so weiter. Und dann sind wir dann zur S-Bahn hoch und saßen dann in der S-Bahn. Und dann fuhr die los und dann war das, als die loszockelte, die erstmal war es das allerschönste Gefühl. Das war, also dann waren wir erstmal richtig weg hier. Da war Oranienburg hinter uns. Und dann haben wir aus dem Fenster geguckt und dann, ach guck mal, da eine Frau mit Kinderwagen. Oder da fährt ja ein Auto. Also wir hatten ja die plötzlich das Bild der Freiheit vor uns. Das war am 18. August dann nachmittags, wunderbarer Sonnenschein. Und ich komme dann auf meinem Bauernhof an und keiner zu Hause, alle auf dem Feld. Alles zugeschlossen. Stand ich da. Ich wusste ja, dass die irgendwie was auf dem Feld sein können. Was haben Sie gemacht? Dann, ich bin erstmal durch die Ställe gegangen und habe geguckt, ach, so viele Kühe, so Pferde, Schweine und so weiter. Den Hund gestreichelt, der wollte erst gar nicht. Ja, meine Eltern wussten ja nicht, dass es am 18. August sein wird. Und dann plötzlich kamen die Pferdegespanne dann vom Feld und da waren dann auch meine Eltern bei und die sehen, ich stehe auf dem Hof, die sind
von dem Wagen gesprungen. Da sind die Tränen geflossen, literweise. Die haben die Pferde stehen lassen, ich glaube 2-3 Stunden, ohne die zu füttern. Die standen vor dem Wagen auf dem Hof, die hat keiner ausgespannt und in den Stall gebracht. Da wurde der Junge erstmal umarmt und gestreichelt und erzählt. Und das ging dann die ganze Nacht durch. Und immer wollte meine Mutter irgendwie auch Körperkontakt. Er hat immer wieder angefasst und gestreichelt und gemacht. War schon schön. Ist meine Mutter gleich am nächsten Tag mit mir zum Bürgermeister gegangen und hat mich angemeldet. Der Bürgermeister hat dann gefragt, wo warst du in Sachsenhausen? Steht ja auf den Entlassungspapieren. Und der hat dann bloß gefragt, wie war es da und so. Und dann habe ich gesagt, ganz schön gehungert. Das war ja nun ein ziemlich kommunistischer Bürgermeister, bei dem hat man sich schon wieder vorgesehen. Da ist meine Mutter gleich am übernächsten Tag mit mir zur Ärztin, weil ich TBC-Verdacht hatte. Die Jugendlichen, die hier im Lager verstorben sind, das war auch eigentlich jeder dritte, vierte Jugendliche, der es nicht überlebt hat, die sind meistens an TBC gestorben. Hat meine Mutter sehr darauf geachtet, dass ich also da gleich in Behandlung komme. Und es ist nicht zum Ausbruch gekommen, aber die Schatten sind immer noch auf den jetzigen Röntgenaufnahmen zu sehen. Naja, und dann habe ich natürlich in den ersten Tagen da gesessen und habe eigentlich nichts getan. Dann am ersten Sonntag wollten meine Eltern dann Pilze suchen, Ende August, oder was, der zweite Sonntag, weiß ich nicht mehr genau. Ist mit mir in den Wald gefahren, so mit uns Kindern in den Wald gefahren, so Pilze suchen und alle strömten in den Wald. Und ich, oh, hurra, Pilze. Nach 10, 15 Metern bin ich umgedreht und bin zurückgerannt und habe mich an die Waldkante gesetzt, weil ich Angst hatte, dass mir im Wald irgendwas passiert. Ich habe hinter jedem Baum praktisch jemanden vermutet, der da mit der Maschinenpistole steht. Also, wenn man die ja vom Wachturm aus oft gesehen hat. Irgendwie habe ich da Angst gehabt. Und das hat sie natürlich nachher gelegt. Und dann haben wir dann doch in der Familie gesagt, Mensch, also du müsstest ja einen Beruf erlernen, denn von 4 Kindern kann ja nur einer die Bauernwirtschaft erben. Theater wieder los, sollte dort in die Partei eintreten und habe ich nicht gemacht und sollte in die deutsch-sowjetische Freundschaft eintreten und habe ich nicht gemacht. Das war mir innerlich dann doch immer zuwider, jetzt in diese Organisation zu gehen, die die Sowjetunion jetzt angehimmelt haben. Das war mal so ein Tanz dann, da so durchzukommen. Die wussten aber auch nichts von Sachsenhausen, ne? Die Arbeitsstellen. Im Lebenslauf habe ich dann eben getrickst und habe die 3 Jahre als Kriegsgefangenschaft ausgewiesen. Denn mein Jahrgang war ja zur Wehrmacht. Das wusste ja keiner. Als dann die Wende kam, dann habe ich auf meiner Arbeitsstelle, ich war an der Berufsschule, und da waren ungefähr 30 Lehrkräfte. Davon waren 27 Parteigenossen und 3 waren nicht in der Partei. Und ich war einer von den 3, die nicht in der Partei waren. Und da habe ich dann zu meiner Direktorin gesagt, also wenn wir nächsten Montag angeblich Parteilehrjahr machen müssen, dann mussten wir ja mal alle teilnehmen, auch als Nichtgenosse, dann würde ich ja mal was von meinem Lager erzählen. Ich, was, in welchem Lager? Dann habe ich ihr gesagt, dass ich in Sachsenhausen war. Und die war eigentlich sehr aufgeschlossen und neugierig, hat gesagt, ja, die ganze Mannschaft bleibt den Nachmittag da. 5 Stunden habe ich gesessen mit meinen Kollegen und habe an dem Montag alles geredet, was möglich war. Und die haben gefragt. Und jedes Mal, wenn ich die heute treffe, die ehemaligen, dann kommen die auf diesen Nachmittag zurück, auf diesen Montagnachmittag zurück, wo ich mal alles ausgepackt habe vor meiner ganzen Kollegenmannschaft.
erstmal, man war jung. Man ist ja nicht irgendwie jetzt krank und schon gebrechlich oder alt hier eingeliefert worden. Dann war es so, dass die Erziehung zum Einfachen hin, also auch mit einem ganz einfachen Zufriedensein, also aus jedem irgendwas, aus jedem einfachen was machen zu wollen, das ist also schon in der Kindheit bei mir auf dem Bauernhof mit eingeprägt worden jetzt. Also bescheiden zu sein und auch nicht bei Schwierigkeiten gleich wegrennen und so weiter, das steckte schon sicher drin. Das ist bei uns vier Kindern, bei allen so ausgeprägt, das sind alles so Überlebenskünstler. Und dann die Hilfe der Erwachsenen im Lager auch, muss ich auch nennen. Denn die haben uns immer wieder Mut gemacht und haben gesagt, ihr schafft das, ihr kommt raus. Aber viel Glück gehört eben auch dazu. Wenn nicht der Pole jetzt in meiner Baracke geschlafen hätte, der uns zur Arbeit geholt hätte, es gab ja noch viele hundert andere Jugendliche, die keine Arbeit hatten. Wir waren ja wieder die Auserwählten, die jetzt die Arbeit bekommen haben. Aber nur, weil der Pole eben uns kannte durch das Zusammenwohnen in der Baracke. Andere hatten nicht das Glück. Also so kommt immer Glück an Glück dazu, ja, wenn man so überlebt. Wenn Ihnen heute ein deutscher Schäferhund begegnet, haben Sie kein schlechtes Gewissen, oder? Ja, ein bisschen schon. Wenn ich heute so einen Schäferhund treffe und wir gucken uns mal in die Augen, dann habe ich schon mal gesagt oder gedacht, lieber Schäferhund, verzeih mir, dass ich einen von dir verspeist habe. Hat gut geschmeckt.